Die Geisterwelt wird ihn offenbaren. Flak. Es nennt sich Palantir und ist der Grund, weshalb wir hier sind. Die Stadt ist nur ein Hindernis zwischen uns und ihm. Findet den sehenden Stein und übergebt ihn direkt an mich. Mit ihm erobern wir Mittelerde, Männer. Stiefel zu schauen, hab sie angezogen und eine Spinne zermatscht. Kein Wunder, dass du heute so schlecht drauf bist. Ein Mann? Gondor hätte mehr Verstärkung schicken sollen. Das ist unsere Stadt, Menschling. Du kommst zu spät. Was tust du hier ganz allein? Mein Kommando ist in der Unterstadt in eine Falle geraten. Wie viele wart ihr? Nicht genug. Minas Ithil steht noch. Uns droht der Verlust der Mittelstadt. Sie schließen das Tor, falls noch nicht geschehen. Wir müssen dort hoch, so schnell wir nur können. Ich werde dir folgen. Warte. Wie ist dein Name? Idri. Talion. Versuch Schritt zu halten, Talion. Wir haben schon genug Männer verloren. Zurücklassen.
Sauron's Vision. Wenn Saurons Armeen den Palantir landen, wird ganz Mittelerde dasselbe Schicksal ereilen. Das tut es schon seit Wochen nicht. Seine Mannen sind bei der Arena. Wir müssen ihnen helfen. Wo wollt ihr hin? Stellt euch! Wir haben die Mittelstadt verloren. Versammelt euch am Tor. Bewegung. Wir geben euch Deckung. Du musst die Stadt niemals einnehmen. Die Mittelstadt ist gefallen. Direkt hinter euch! Tötet sie alle! Tötet sie alle! Die Mittelstadt ist verloren. Aber vorher erledigen wir diese dreckigen Trocks. Komm schon! Ich komme nach. Geh! Lass die Schützen Unterstützung geben. Die Mittelstadt ist verloren. Wir haben ihnen schwere Verluste zugefügt, doch wir konnten sie nicht halten.
dann entscheidet sich unser Schicksal hier. Der innere Wall ist der stärkste und wir haben genug Schützen. Wir sind den Orks sowohl in Zahl als auch in Stärke unterlegen. Oh, wir haben Saurons Truppen schon einmal aufgehalten. Doch wir mussten viele Verluste hinnehmen. Ja, mussten wir. Geh zur großen Halle. Sichere die Relikte. Ich gehöre hierhin. Sorg dafür, dass sie heil in Henedanun ankommen. Ist das ein Befehl? Versteh doch, Idri. Wir müssen schützen, was uns kostbar ist. Um jeden Preis. Ja. Das ist ein Befehl. Dann werde ich ihn befolgen. Doch beim nächsten Angriff stehe ich wieder am Wall. Ein Waldläufer vom Schwarzen Tor? Ich dachte, ihr wärt alle tot. So ist es auch. Wenn du gekommen bist, um Minas Ithil zu verteidigen, dann melde dich bei Hauptmann Baranor. Ich will nicht eurer Armee beitreten, General. Ich suche den Palantir. Er muss beschützt werden. Beschütze die Stadt, dann ist auch der Palantir sicher. Allerdings attackieren unsere Kommandos feindliche Hauptmänner in der Unterstadt. Ihr wollt Terror in ihren Reihen verbreiten. Ja. Es wird Zeit, dass sie lernen, was Furcht ist. Die Männer sind versammelt, General. Wir müssen den Palantir bergen. Die Stadt ist schwach und sie wird nicht mehr lange halten. Wir können die Gondoraner nicht im Stich lassen. Castamir hat recht. Schützen wir die Stadt, schützen wir den Palantir. Sie? Die Türme tragen sein Zeichen. Diese Türme gehörten einst mir. Jetzt dringt Saurons Verderbnis über die Grenzen Mordors hinaus. Er verhöhnt mich. Sie sind sein Augenlicht. Nicht ohne den Palantir. Blatt wenden. Die Heldier sind bloß dunkle Schatten des Palantirs. Doch wir können Saurons Macht gegen ihn verwenden. Die Türme könnten unsere Augen sein. Wir läutern sie und nehmen sie ein. Aglegui und Hen Amornios. Hier sehen wir alles, was verloren ging und alles, was verloren sein wird, wenn sich seine Verderbnis ausbreitet. Diese Stadt steht auf den Ruinen meines Reiches und doch ist noch einiges erhalten. Dies sind meine Gräber, geschützt vor Saurons Blicken. Dort wirst du sehen, warum wir meinen Ring retten müssen. Keine Flucht!
Ah!
hättest du mit einer Pflanze beantwortet. Wenn in Mordor irgendein Ort vor Sauron sicher ist, sind es diese Hügelgräber. Zeichen dessen, dass selbst die Macht des dunklen Herrschers ihre Grenzen hat.